Herzlich willkommen zurück bei Darksiders 3. In der letzten Folge, hier in einem heroischen Kampf, habe ich die Habgier getötet in Person. Damit haben wir drei Namen auf der Liste abgehakt. Neid, Zorn und Gier. Einen vierten haben wir schon aus der Nähe sehen können. Allerdings noch nicht per Konfrontation. Daher gehe ich schon einfach mal hier weiter und guck mal, was ich mit dieser Sturmfähigkeit oder Sturmgestalt machen kann, die ich hier bekommen habe. Ich bin gespannt. Hier kann ich überall runterfallen, das ist vielleicht nicht so schlau. Da haben die Alten vorhin die ganze Zeit Bomben geworfen. Das kleine Dreckskinder! Alter. Oh, ich habe in der letzten Folge meine Peitsche mal ein bisschen gepimpt, so alles, was ich hatte. Habe ich da reingesteckt. Das ist doch auch irgendwas. Wie kann ich denn hier klettern? Hier? Nee. Gut. Dann werde ich nach hier hinten, glaube ich, hier müssen. Okay, da ist der andere gewesen. Oh. Oder muss ich da vielleicht sogar lang? Guck mal einer an. Hä? Ah. Okay, das ist sehr cool. Das heißt, ich kann hier einfach... Das ist geil. Es sind nämlich da hinten, als ich den Shortcut freigeschaltet habe, waren es zwei Wege, die aufgegangen sind. Da schätze ich mal, dass ich genau in die andere Richtung jetzt muss. Ich glaube, da ging es auch weiter, irgendwie. Hier und dann einfach nicht hier unten lang, sondern hier hinten lang. Ging es... Was? Hier irgendwo eine Treppe hochgehen? Ja, genau. Ich gebe mir mal ein bisschen Heilung. Denn ich habe von den normalen hier keine mehr. Das ist ein bisschen doof. Da haben wir den besagten vierten Namen auf der Liste. Das ist die, was hat sie gesagt? Trägheit. Gegen den müssen wir hundertprozentig auch noch kämpfen. Der scheint aber ein bisschen härterer zu sein, weil der wurde schon angeteased, aber ist bis jetzt noch nichts passiert. Daher bin ich schon mal hier gespannt. Okay, du Monster. Oh, das war sehr dumm. Tag. Danke sehr, danke sehr. Ich hätte gern ein paar von den anderen, dass ich ein bisschen mein Superheal da, mein Talisman wieder aufladen könnte. Da hinten, da bin ich schon gerade lang gelaufen. Wie habe ich das übersehen? Oh. Na gut. So ist es, so ist es. Ja, ja. Die Dämonenartefakte hebe ich für irgendwas auf, was wirklich reinhaut. Also, was wirklich, ne? Okay, was muss ich jetzt machen? Muss ich da jetzt etwa rüber vielleicht? Ehrlich gesagt... Okay, das geht in... Was für einem Tempo geht das runter? Wenn ich jetzt hier lang springe zum Beispiel. Hier. Kann mich da komplett nach unten? Nee. Das heißt, es sinkt schon relativ schnell ab. Das heißt, von hier aus schaffe ich es womöglich nicht darunter. Aber da ist noch was offen, was ich vorher nicht aufmachen konnte. Alter, ist aber nicht so nett. Stimmt. Muss man von der anderen Fähigkeit den...
aufgeladenen Angriff probieren. Abgestochen. Das sieht ganz gut aus. Oh, da habe ich schon einen. Hä? Achso, falsche Fähigkeit. Das war einfach nur ein Shortcut. Gut, warum auch immer ich jetzt wieder hier unten bin. Ich glaube, das Spiel wollte es so. Das hatte ich vorher noch nicht. Schwierig. Ich würde mal gern wissen, was die Superfähigkeit ist. Oh, das wäre so cool. Hier. Stimmt, hier. Da ist das Pferd. Das arme Pferd. Nö, 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 nö. Ich find's doof, dass er... Hä? Was macht denn jetzt? Okay. Muss man nicht verstehen. Manchmal geht er einfach aus meinem... Hier aus meinem Anvisierungsdingsbums raus. Nice, danke sehr. Da komme ich doch jetzt mit Sicherheit drüber. Ich weiß noch nicht, ob ich da hin sollte. Wahrscheinlich laufe ich hier komplett falsch. Das Ding zeigt mir aber an, dass ich hier oben irgendwo hin muss. Hä? Echt jetzt? Hier lang. Ich folge einfach mal dem Ding da oben. Das wird mich ja schon richtig führen. Danke sehr. Hallo. Hallo, ich... Muss ich da drüben vielleicht? Hä? Ich raff's nicht. Ehrlich, ich raff's nicht. Wo soll ich denn hin? Jetzt sagt er mir wieder, ich soll hier oben hin. Jetzt sagt er mir wieder, ich soll hier hin. Ah, ich soll hier rüber. Manchmal... Naja, manchmal ist aber auch... Oh, es ist hell. Okay. Ich glaube, ich war doch komplett falsch. Komm schon. Du kannst mir gar nichts. Du bist tot, Junge. Stimmt, waren ganz am Anfang nicht noch irgendwie Spinnnetze, die ich nicht öffnen konnte? Weil ich da noch nicht OP war. Da war was. Nichts gibt's. Was ein Bild? Das finde ich jetzt... kannst du mal... ich vielleicht, wenn ich nichts sehe, dann anzugreifen ist vielleicht nicht so sportlich, ja. Oh Gott. Kaputte machen, putte machen, alles putte machen. Was soll denn das? Was? Ey, 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 ihr... Boah, Alter, was geht denn hier ab? Zur Hölle? Kann man die nicht einfach so packen? Und hier so... Hallo? Was... Was ist dein Problem?
Boah, nicht so aggro, ey. Aber ich meine, er ist ja nicht umsonst Fury, oder? Doch. Was ist denn du? Ich mach's kaputt. Nix gibt's. Ein kleines Heilungsmoment. Bitte essen. Danke sehr. Ist der wieder zurück oder was? Nee? Ah. Okay, hier lang und dann. Knappe Sache. Hätte ich auch mit Sicherheit irgendwie, Alter. Per Dings dahin laufen können. Per, na. Per Schlangenloch. Schlangenlöchle. Irgendwas muss es jetzt geben, was ich vorhin nicht, wo ich vorhin nicht dran kam. Was wahrscheinlich zu weit weg war. Bin ich ja schon mal durch? Schwierig. Okay. Erinnere ich mich jetzt nicht unbedingt dran. Oder? Guck mal hier. Ach, das war ja dieses. Hihi. Verdammt, ich vergesse mal E zu drücken. Nice. Guck mal, da kochen sie wieder, ey. Die Kelle. Irgendwas muss ich auf jeden Fall hier machen. Das heißt, mit dem Museum... Der sieht ja cool aus, Alter. Boah, die sieht... Alter. Der ist ja richtig mies drauf. Mein kleiner Freund. Ich würde gerne mal wissen, was die F-Fähigkeit macht. Ich glaube, das probiere ich einfach mal aus. Erst, wenn ich mich geheilt habe, ne? Kinder, wie geht's euch? Alter. Ist das per Schläge oder? Ah nee, die verfolgen einfach nur die. Alter, das ist ja richtig mies. Guten Abend. Guck, der geht teilweise aus diesem Lock raus. Das ist so ein bisschen. Ein bisschen kacke ist das schon, ne? Ich hätte jetzt zu dem... Hier hätte ich einfach hinreisen können. Na, was ist denn damit? Kann ich da jetzt hoch? Es ging ja vorher auch nicht. Beziehungsweise da hatte ich ja noch gar keinen von diesen Sprüngen. Machen wir erst mit dem Blitz. Um das... Ja, um das irgendwas zu aktivieren. Oh. Alter, das finde ich jetzt aber gerade absolut gar nicht nett. Nein. Nee, nee. Hey, ich habe doch Heilung gedrückt. Leck mich. Was Programm? Hm, Alter, die gehen ja richtig ab. Okay, gegen zwei von denen zu kämpfen ist nicht so geil. Und ciao. Ich kann jetzt nicht sagen, dass diese schwarzäugigen Ultra nice sind. Oh mein Gott. Ich gehe gleich drauf. Ich bin tot. Nein. Oh Gott.
Was sind das denn für Kerle, ey? Alter. Boah, die haben ja richtig keinen Bock. Naja, vielleicht sollte ich dem Weg einfach mal folgen. Gut. 1000 Seelen oder so weg, ganz ehrlich. Die kriegen wir schnell wieder. Dafür habe ich noch diese ganzen Items, die ich hier unterwegs ständig finde. Ist schon okay. Alter! Dieselben auch noch in unsichtbar oder was? Gibt's denn sowas? Ah ne, das sind wieder andere. Boah, das ist assi, wenn ich nicht angreifen kann. Dein Gesicht! Oh Gott! Boah! Muss man hier gerade eine Sekunde Unterbrechung. Ein Moment. Tägliche Schmerztabletten. Das ist wichtig. Nehmen wir mal den. Geben dir mal voll auf den Sack. Ha. Komm schon. Zeig, was du drauf hast. Okay, okay, okay. Ich gebe zu, der war gut. Okay, danke sehr. Danke sehr, habe ich gesagt. Ich habe mich schon bedankt einmal. Reicht doch, oder nicht? Okay, ist eine Dreier-Kombo. Sieht ein bisschen aus wie Goro. Hier ist der Goro? Gott? Alter! Der hat ja echt keine Gnade, der Kerl. Und dann zack! Gib ihm. Gorot? Gorot? Mittelgroßer. Irgend sowas. Ach, dieser Vierarmige davon. Nee, nicht Tekken, wie heißt der andere Prügelmist? Mortal Kombat, genau. Da unten ist ein grüner. Ich weiß nicht, ob ich so scharf auf dem bin. Ich muss aber auf... Da sind ja noch ein paar. Diese Snitche da oben. Ohne Scheiß. Guckt sie euch an, wie sie da rumhängen. Ist doch Nummer 2, ja. Und ciao. Oh, ich habe meine Seelen wieder. Das heißt, ich kann die auch an verschiedenen Punkten wiederholen. Das ist eigentlich sogar eine sehr schlaue Idee. Weil ich halt dadurch zum Beispiel, wenn ich an einem unmöglichen Punkt bin, einfach sagen kann, okay, das ist zu krass, aber ich will halt meine Seelen nicht verlieren. Dass ich nur durch einen Fehler, weil ich sage, ich probiere das mal aus und am Ende 20.000 Seelen oder so verloren habe. Und... Hallo. Alter, 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 nicht so hastig, ja? Da ist noch einer. Komm, solange das noch aktiv ist. Und zu spät. Nice. Jetzt hat er uns aber schon geaggrot. Wow. Dann einmal... Batz, mit dem Gesicht in den Dreck. Alter. Zerrissen. Einfach in der Luft zerrisse. Gehört jetzt trotzdem nochmal, was es da hinten gibt. Denn die alte Weisheit beim Erkunden besagt, der Weg, den wir nicht nehmen, beziehungsweise da, wo wir nicht lang müssen, den nehmen wir. Aus dem einfachen Grund,
Nichts, was irgendwie versteckt wäre, am Ende noch zu verpassen. Okay, das sieht aus, als ob ich da später irgendwie langkomme. Was ist das da oben? Kann ich da irgendwie dran springen mit dem Feuer oder so? Was ist das? Ist irgendwas gebracht? Ich glaube, da passiert nicht wirklich was. Erinnert mich ein bisschen an... den Warlock von Destiny. Huch. Frames, wo seid ihr? Okay. Ich höre widerliche Sachen. Danke, aber nein, danke. So. Wie wäre es mit ein bisschen Seelen eintauschen? Hallo. Ja, ja, kann man mal machen. Und, oh, 4 davon. Nice. Hallo, ich hätte mit gern weg damit. Okay. Sei gegrüßt. Erstmal gucken, was der Alte so hat. So, Verkufen. Verbrauchsgegenstände. Ganz echt, die Stornfragment. Das ist nicht so geil. Ich verhandle zu hart? Muss ich das verstehen? Zorn generiert. Oder Gesundheitsregeneration. Ich bin nicht so der Zorntyp und normale Zornregeneration reicht aktuell ja auch eigentlich aus. Ich noch hier was ordern? Ein Engelsartefakt gönne ich mir. Ich wusste, du kannst nicht widerstehen. Alter Maul. Du bist so ein Rasereifragment. Und den Rest, obwohl, komm, dann nehme ich noch ein so eins und eins so eins und der Rest wird verfüttert. Reicht zwar nicht ganz so ein Level, aber hey. Was soll es? Vorerst. Da hinten läuft einer mit Flügeln. Ist das ein Engel? Oder ein Vogel? Ein Vogel. Keiner von denen sieht mich. Die Stadt sieht natürlich sehr geil aus. Hallo. Ah. Falsche Knopf. Oh, verdammt. Oh, ich hasse das. Dass der... Ja, Moment. Hallo, ich bin tot. Oh Gott. Weißt du, ich drück Shift, dann visiert er einen an. Dann visiert er den wieder nicht an. Dann visiert er ihn wieder an. Automatisch, dann will ich wieder Shift drücken, um ihn... um die Anvisierung wieder wegzumachen oder rückgängig zu machen. Dann hat er ihn aber schon nicht mehr anvisiert und auf einmal visiert er ihn wieder an und dann versuche ich wegzulaufen und bin tot. Ja, warum kann es denn nicht einfach so funktionieren, wie es in dem Behinderten Kack Mission Option hier drin steht? Umschalten. Da steht's hier. Ich drück Enter. Ich kann nur noch 100 mal Enter drücken. Aber er macht es nicht. Kann ich das vielleicht einzeln wirklich... Ich gucke jetzt. Das ist mir zu doof. Ich habe zwar schon mal geguckt, aber ich gucke jetzt einfach nochmal. Zielmodus. Left Shift. Gegnerauswahl. Das ist toll. Ziel nach rechts. Herausgegenstand. Nach links durchblättern. Flammenfähigkeit. Sturm. Kraft. Stase. Okay. Chaosgestalt, Charaktermenü, Inventar, Pausemenü. Gegnerauswahl, Zielmodus, ja. Springen, auftauchen, links, rechts. Ja, es ist so komisch. Es ist so merkwürdig. Manchmal. Dass sie die einfachsten Gegner zerlegen uns hier. Es ist so dumm.
Da kommen sie schon wieder von hinten angeschissen, ey. Oder kann ich kotzen? Wie soll ich das denn? Wie soll ich denn gegen 85. Hier! Was ist das? Oh mein Gott. Naja, ich würde sagen, nach Fail über Fail über Fail beende ich hier mal die Folge und wir sehen uns das nächste Mal wieder bei Darksiders 3. In diesem Sinne, bis dahin.